wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Ich paddel! Komm, Lilly, paddel! Wow, diese Verfolgungsjagd ist ganz schön... Mir gehen jetzt schon ganz schön so die Nerven. Hey, auf Grundeis. Komm zurück. Nein, niemals. Ich paddel weiter. Durch den Wasserfall, durch. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Oh doch, schon und wie ich das kann. Die Strömung. Dann paddel ich halt in die Richtung und tschüss. Hey, komm zurück. Hey, ist das blöd. Das ist unfassbar, ey. Mann. Hey, komm zurück. Hey, komm zurück. Irgendwann wirst du anlegen. Es ist mir so egal. Ich fahre jetzt einfach die ganze Zeit hier durch die Gegend. Ich finde das witzig. Ja, irgendwann werde ich anlegen müssen. Hast du recht. Warte, gib mir einen Moment, gleich, wirklich. Oh, die strampelt sich dahin hey, ab, ne? Komm zurück! Hey, komm zurück! Okay. Komm, wir quatschen jetzt eine Runde. Stopp, genug gesagt. Genug Gedinges Solange hier. Solange das Phantom ihr auflauerte, wollte Lilly lieber nicht anlegen. Oh Mann, dann können wir ja hier auch gar nicht so raus. Mann, das ist ja voll scheiße. Dann weiter noch in die Richtung. Naja, okay, vielleicht habe ich einen Plan. Ich weiß ja auch noch nicht. Hey, komm zurück! Hey, komm zurück! Hey, Hummel! Paddel! Gib auf, du kannst mir nicht entkommen! Schon gar nicht gegen die Strömung! Nerv nicht! Ich fahre jetzt rein, soweit ich kann. Jetzt wieder zurück und dann werde ich einfach ganz schnell aussteigen, während du denkst, ich wäre woanders. Hey, komm zurück! Ha! Und tschüss! Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Wow. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere wow. der Anstalt gefunden. Nicht so das war schnell. So sinnlos. Oh no! Wie bescheuert! Warum war das so bescheuert? Warum ist es so bescheuert? Ich meine, es ist ja durchaus immer noch so. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Tschüss! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Oh, ein Glück! Ich guck nur mal kurz nach, wie lange wir schon aufnehmen. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, ne? Dass wir es ganz schön bald durch haben. Tja. Erst eine halbe Stunde, das ist ja unfassbar, wie viel wir in dieser halben Stunde schon wieder erreicht haben, ne? Wow. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Ja. Okay, schön. Da auch? Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Okay, jetzt pass auf, da liegt eine. Was passiert, wenn man das da jetzt reinsteckt? Das war wohl die falsche Karte. Okay. Wie wär's damit? Das war wohl die richtige Karte. Ist das Herr Mantel? Nee, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht
dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Hm? Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Und ich habe mich gerade schon gefragt, ne, was mit Herrn Mantel los ist, dass der den Schmutz mag. Ich dachte, der wäre so weißlich, so reinlich. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Ach so, ja, Kaminschacht. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig da... Jetzt Schnauze! Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Okay, wir reden gerade anscheinend mit seiner bösen Seite. Er ist jetzt zu einem Badass geworden. Vorher war er ein Weltverbesserer. Ruß. Ich weiß selber, dass ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Wow. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Oh, komm, den machen wir noch rückfällig zum Putzen. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Ach so, ja. Für Edna? Ach, du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Edna? Klingt nach Edna. Zum Wartungsraum oder zu... Ach komm, geh mal erstmal aufs Dach. Erstmal Ausblick genießen. Ne? Der Bienenmann! Oh Gott, ich liebe dieses Spielchen hier. Oh, ist das schön. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrung. Oh man, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Yep, zum Wartungsraum. Pizza. Oh, eine Käsescheibe. Können wir bestimmt eine Lochkarte draus machen. Oh Mann, ich kann hier überall nur reingucken. Das sieht alles so interessant aus. Alles. Kühlschrank. Stopp, Wede. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich verstehe. Und tschüss. So, nehmen wir doch die Käsescheibe einfach mal als Lochdingens. Das war wohl die falsche Karte. Gut, dann nicht. Schade. Oh, boah, hier sind auch noch mal Hörner. Ich bin gar nicht am Gähnen. Müde bin ich übrigens auch nicht. Das war wohl die falsche Karte. Okay. Was ist hiermit? Lol, Käse. Cool. Oh, Moment! Warum kann ich denn das Ding hier nicht aufmachen? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Weil das Ding in sie dazwischen steckt. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also sorry. Lass schön die Finger davon, ja? Bis okay. Später. Also lass schön die Finger davon, okay?
So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sind Dosenöffner. Pizzaflyer. Ich weiß zwar nicht wieso. Kreditkarte kann man immer gebrauchen. Was sagt der Kühlschrank? Erstmal ein bisschen ausrauben. Geil, Bananen und Tomaten, ein bisschen Brokkoli, Blaubeeren. Wir machen gleich erstmal noch eine schöne Essensschlacht. Hier wäre ja nicht die erste. Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Ansteinsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Bisschen zu viele Zigarren geschmuckt. Oh, eine Pizza, danke schön. Ein Harvey. Das Phantom. Überrascht mich wiederzusehen? Nein. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Aber das können wir nicht machen. Ich weiß schon fast wieder, wer das war. Und der Typ war eigentlich ganz nett. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Tat stattdessen das. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Vielleicht eine Brokkoli-Allergie. Komm, stopp ihn. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit. Mann, ich verstehe das nicht. Gefährliche Orte. Gut so. Schön stillhalten. Kreditkarte. Das Phantom sah nicht aus, als sei es... Ja, komm. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Hey, was willst du denn von mir? Halt doch mal die Schnauze. Du sollst Erwachsene nicht wieder... Fährliche Orte, Lügen... Bums. Gut so. Du sollst nicht lügen. Schön stillhalten. Hey, was ist denn dein Problem hier? Halt mal die Schnauze. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Bananen. Auge des Phantoms. Ja. Du sollst keine spitzen Gegenstände. Ja, dann mache ich das halt nicht mit einem spitzen Gegenstand. Dann werfe ich dir das da jetzt... Das Phantom ließ Lilly hatte keine... Tomate. Das Phantom, sie hatte keine... Schnauze. Blaubeere. Das Phantom, sie hatte keine Sch... Blaubeere. Jetzt nerv mich doch nicht. Was ist denn dein Problem? Das Phantom, sie hat... Oh, jetzt halt die Schnauze und nerv nicht. Boogie. Mann, was probieren wir denn da ewig durch, bis irgendwie mal irgendwas funktioniert? Das ist doch scheiße. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Klar. Drachenschwanz, Drache, Gittertor. Komm, reden wir mal mit dem Drachen. Du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Ach, klar. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis.